Wir befinden uns heute am Kreuzkofel in den Südtiroler Dolomiten. Und zwar mitten im Winter. In diesem scheinbar unwirtlichen, menschenleeren Hochgebirge fühlen sich Gämsen offensichtlich wohl. Denn es ist auch in der kalten Jahreszeit ihr natürlicher Lebensraum. Die Gämsen sind an das Leben im winterlichen Hochgebirge hervorragend angepasst. Zuallererst durch ihr dichtes und dunkles Winterfell, das die Sonneneinstrahlung speichert. Der frühe Winter ist die wichtige Zeit der Paarung. Der Platzbock muss seine Herde gegen rivalisierende Eindringlinge verteidigen. Was wie ein elegantes Schneeballett wirkt, ist in Wirklichkeit der kräftezehrende Kampf um die Weitergabe der Gene. Es ist eine oft waghalsige Verfolgungsjagd über Fels, Geröll und Tiefschnee. Dank ihrer spreizbaren Hufe und hartgummiartigen Sohlen können Gämsen im felsigen und steilen Gelände bis zu 2 Meter hohe und 6 Meter weite Sprünge absolvieren. In steilen Schneefeldern setzen aber auch sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Der Adler ist nur für die kleinen Kitze, die im Frühsommer auf die Welt kommen, eine echte Bedrohung. Vorsichtshalber zieht sich die Herde in ihr geschütztes Zuhause zurück. Der kleine Latschenkieferhain dient als Nachtquartier und Rückzugsort. Das Leben in diesen gefährlichen Felsregionen ist auch ein guter Schutz vor den vierbeinigen Feinden der Gämsen. Fuchs und Wolf wagen sich nicht so weit nach oben. Wie extrem vorsichtig Gämsen sein können, wenn es in kritisches Gelände geht, zeigen diese Bilder. Selten lässt sich so nah beobachten, wie sorgfältig das Muttertier den Weg für sich und vor allem für ihr Junges durch einen steilen, schneebrettgefährdeten Hang bahnt. Das Kitz hingegen scheint unbeschwert und immer neugierig hinterher zu tapsen. Na, klar, die Mama wird's schon richten. Auch diese Gämse weiß um die Gefahr und sucht sich schnell die nächste sichere Stelle. Immer wieder brauchen die Tiere Ruhepausen. Denn es geht nicht nur hurtig abwärts. Oft gibt es anstrengende Klettereien durch schwieriges Gelände. Und der Stoffwechsel der Gämsen ist im Winter herabgesetzt. Noch einmal dürfen wir die raffinierte Fußtechnik beim Spuren durch den Tiefschnee bewundern. Auch ihm machen selbst widrigste Wetterverhältnisse kaum etwas aus. Dem König der Alpenvierbeiner, dem Steinbock. Einst schon so gut wie ausgerottet, ist er heute wieder in allen Bergregionen heimisch. Sein Lebensraum liegt zwischen Wald- und Eisgrenze bis hinauf auf 3500 Meter. Der Steinbock hat keine natürlichen Feinde, muss sich aber wie die Gämsen vor der tückischen Winternatur in Acht nehmen, denn schnell löst sich beim Abstieg ein Schneebrett oder eine Lawine. Ein gewaltiges Naturereignis,
dessen Energie alles mit sich reißt, was im Weg steht. Das ganze Tal versinkt schließlich im feinen Schneestaub. Und wenn alles vorbei ist, gibt die Lawine manchmal ihre Opfer wieder frei. Und dem scharfen Adlerauge ist nicht entgangen, dass diese Gams der Lawine nicht entkommen ist. Bergdohlen dagegen ernähren sich im Winter vorwiegend vegetarisch, von Körnern oder Keimlingen. Hier gut zu erkennen, die potenziellen Abrisskanten in den tief verschneiten Bergen. Wir sind in den einsamen Lechtaler Alpen, deren ganzer Winterzauber die Sonne doppelt so hell glitzern lässt. Dieses einsame, winterliche Hochgebirge mit seinen steilen Hängen zieht diese wagemutigen und abenteuerlustigen jungen Burschen geradezu magisch an. Es sind sogenannte Freerider. Diese Extremsportler suchen einen außergewöhnlichen Kiezel, der einem schon beim Zuschauen den Atem stocken lässt. Sie springen über hohe Klippen, bezwingen fast senkrecht abfallende Hänge und suchen sich die schmalen Rinnen zwischen Steinhügel und Schneemassen und schweben dabei immer in höchster Gefahr, von einer Lawine oder einem Schneebrett wie hier in die Tiefe gerissen zu werden. Es sind schier unfassbare, tollkühne und artistische Höchstleistungen, die Freerider imstande sind zu bewältigen. Solange sie nur vereinzelt unterwegs sind, stören sie die alpine Tierwelt auch nur wenig. Doch zurück zu den Gämsen, die im Hochgebirge nicht nur Gäste, so wie die Menschen sind, sondern die hier zu Hause sind. Rund eine halbe Million Tiere zählt der Bestand in den Alpen. Und alle leben sie in kleinen Herden, bis zu 15 Mitglieder. Diese drei sind auf dem Weg zu ihrem Schlafplatz, einer kleinen, versteckten Höhle. Davor gibt es aber noch etwas zum Futtern. Nahrung gibt es auch im Winter ausreichend. Bergkiefernadeln, trockene Gräser, Moose, Flechten. Gut zu erkennen, die charakteristische Zeichnung mit dem hellen Hals und der Gesichtsmaske mit einer weißen Längsbinde, die von den Ohren über die Augen bis zur Nase verläuft. Weiter oben im Hochgebirge finden wir eine Steinbockfamilie. Eine Steingeiß mit zwei Jungtieren genießt die wärmenden Sonnenstrahlen auf einem steilen Felsen. Dann geht es zurück zur Herde, die aus 10 bis 20 Tieren besteht.
Steinböcke gehören zur Gattung der Ziegen und sehen ihnen auch ein bisschen ähnlich. Sie sind ungefähr genauso groß, rund einen Meter hoch und messen vom Kopf bis zum Hinterteil einen bis eineinhalb Meter. Die Kitze können schon wenige Stunden nach der Geburt alleine laufen und erobern sich schnell ihr Revier im Fels, dort oben, wo ihnen sonst kein Tier folgen kann. Das stattliche männliche Tier wurde als Inbegriff des Virilen verklärt, wie sonst wohl kein zweites Wildtier des Hochgebirges. Und deswegen auch gnadenlos gejagt. An der Länge der Hörner, genauer an den wulstigen Zuwachsringen, lässt sich gut das Alter der Männchen ablesen. Wenn ein Horn nicht gerade abgebrochen ist, wie bei diesem Tier, was bei einem der spektakulären Revierkämpfe immer wieder passieren kann. Steinböcke können bis zu 20 Jahre alt werden. Bei diesem stattlichen Exemplar sieht man sehr gut auch das kleine charakteristische Ziegenbärtchen unter der Schnauze. Zu fressen gibt es für die Steinböcke in den Höhenlagen genug. Denn die Höhenwinde fegen viele ausgesetzte Stellen frei vom Schnee. Und darunter findet sich ein reich gedeckter Tisch der Natur. Gräser, Flechten, Moos, dazu Kräuter, Zwergsträucher und Baumtriebe. Und nur bei gutem Futter können auch die stolzen, säbelartigen Hörner bis auf einen Meter wachsen. Nur wer sich hier gut auskennt, kann den scheuen Steinböcken auch so nahe kommen und sollte ihnen mit Respekt und Hochachtung begegnen. Winter in den Alpen. Die Natur hält Winterschlaf. Stille und Ruhe sind in die Berge eingezogen. Unter einer glitzernden weißen Decke sammelt die Natur neue Kraft für den ewigen Kreislauf des Lebens. Aber auch hier gibt es Tiere, die dem Winter trotzen und sich mitten im eiskalten Wasser ihren Lebensraum erobert haben, wie die Wasseramsel. Inmitten der wirbelnden Strömung eines Gebirgsbaches ist sie zu Hause. Sie liebt schnell fließende, sauerstoffreiche und vor allem klare Flüsse. Ja, sie ist geradezu ein tierischer Indikator für die erstklassige Qualität eines Gewässers. Die Wasseramsel galt schon vielerorts als gefährdete Art. Nicht zuletzt durch die Gewässerschutzmaßnahmen Land auf Land ab, hat sie sich aber in den Alpen wieder ausgebreitet. Nahrung findet sie in diesem nassen Naturparadies reichlich. Auf ihrem Speiseplan stehen Wasserinsekten, Larven, Wasserschnecken, Köcherfliegen, Fische, Flohkrebse und Spinnen. Und der kleine Vogel gibt auch wieder Nährstoffe zurück. Der Stoffwechsel funktioniert. Mit Wasserspülung, sozusagen. Winterfest und wasserfroh auch die Stockenten. Hat eine Wasseramsel erst einmal ihr Revier gefunden, ist sie sehr standorttreu. Und das bis zu 10 Jahre lang. So alt können die Vögel werden. Nach jedem Tauchgang kommt sie mit praktisch trockenem Gefieder zurück. Das kalte Nass kann ihr so nichts anhaben. Und ihre Augen werden durch eine sogenannte Nickhaut geschützt. Von Frühmorgen bis Spätabends ist der Vogel so ohne Unterlass auf Futtersuche. Auch die Schafsstelze mit ihrem leuchtend gelben Bauch hat hier ihr Revier. Sie ist wie die Wasseramsel ein standorttreuer Vogel, der sich hauptsächlich von Insekten ernährt.
Sie hat den Rhythmus im Blut. Doch zurück zur Wasseramsel. Mit der weitaus bekannteren Amsel ist die Wasseramsel nicht verwandt, eher mit dem Zaunkönig. Und sie ist der einzige Singvogel, der schwimmen und tauchen kann. Der Gesang der Wasseramsel ist aber inmitten der tosenden Wassermassen für uns kaum zu hören. Er ist aber auch vor allem für den Partner bestimmt, mit dem zusammen eine neue Generation Wasseramseln in dieser scheinbar so unwirtlichen Umgebung zum Leben erweckt wird. Wie von der Eiskönigin verzaubert erscheint der tief verschneite Winterwald. Und doch regt sich auch in ihm immer wieder Leben. Ein Eichhörnchen hat den sicheren Bau in den Bäumen verlassen und sich auf die Suche nach Futter gemacht. Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern nur so etwas wie Winterruhe, die immer wieder für Ausflüge unterbrochen wird, um das im Herbst versteckte Futter zu suchen. Denn in ihrem Nest bewahren sie nichts auf. Sein buschiger Schwanz ist das Markenzeichen des Eichhörnchens. Er hilft beim Springen und Klettern und dient im Nestkobel als wohlig warme Zudecke. Na, vielleicht klappt die Suche zu zweit ja besser. Samen, Nüsse oder Pilze sind im Boden vergraben, meist in der Nähe von Baumstämmen. Es ist die feine Nase, die das Tier zu seinem Versteck führt. Sie sind einfach possierliche Tierchen mit ihren Pinselohren, der koboldhaften Gestalt mit den großen Augen und den fingerartigen Zehen an den kurzen Vorderbeinen. An einem kleinen, halb zugefrorenen See bei Seefeld in Tirol beobachten wir eine Entenkolonie. Obwohl Enten recht gut fliegen können, ziehen sie im Winter nicht in den Süden, sondern bleiben an ihrem heimischen Gewässer. Schließlich gibt es jetzt die wichtige Aufgabe, für den Nachwuchs zu sorgen. Tja, das Weibchen schüttelt sich, wieder geschafft. Zusammen mit den Enten erheben auch wir uns in die Lüfte und schweben lautlos über das herrlich überzuckerte Winterwunderland mit der hohen Munde bei Leutasch. Und wir besuchen eine Wildtierkrippe im Gebirge. Rehe und Hirsche im Winter zu füttern ist seit einigen Jahren durchaus umstritten. Von den Tieren selbst wird das Angebot aber bereitwillig angenommen. Nach und nach wagen sich immer mehr Tiere aus der sicheren Deckung des Bergwaldes. Natürlich erst in den Abendstunden, wenn es dämmerig wird. Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Tiere in Ruhe gelassen werden, wenn sie sich an den vom Menschen gedeckten Tischen einfinden. Aber dabei sind diese Wildtiere immer auf der Hut, spitzen ihre Ohren und nehmen Witterung auf. Und wenn es nur die kleinste Irritation gibt, nehmen die Fluchttiere reißaus. Ein Ort stiller Schönheit sind die Berge auch im Winter nicht überall. Der Stulpenfall wehrt sich mit all seiner Kraft gegen das Eis, das ihn schon umklammert und immer mehr einschließt. Und dabei
bezaubernd bizarre Formationen bildet. Im Sonnenlicht funkelnde Schneekristalle, tief verschneite Bergwälder, das ganze Land unter einer dichten, weißen Decke. Der Winter im Gebirge kann regelrecht verzaubern. Die Innschleife am Ausgang des Ötztales im Schneetreiben. Wenn es wieder aufklart, wirkt das Tiroler Oberland mit Blick Richtung Innsbruck wie eine verwunschene Märchenlandschaft. Und auch in dieser Eiseskälte regt sich Leben. Die Kohlmeise gehört zu den Vögeln, die auch in den Alpen überwintern. Vogelfreunde haben im Wald eine kleine Futterstelle eingerichtet, mit Äpfeln, Birnen und vielen verschiedenen Körnern. Das haben natürlich auch andere hungrige Schnäbel mitbekommen, wie der Erlenzeisig. Und auch ein Eichhörnchen hat mit seiner feinen Nase Witterung aufgenommen. Und wer würde sich nicht am reich gedeckten Tisch bedienen, statt mühsam die eigenen Verstecke zu suchen? Ist ja genug da. Sogar für die Amseln, die sich erst einmal gehörig Respekt verschaffen. Im milden Spätnachmittagslicht wollen wir noch einmal die Magie des Winters auf uns wirken lassen. Der überzuckerte Kamm des Acherkogels bei Ötz wirkt wie ein mystisch wolkenumzogener Gipfel des Himalayas. Wir haben uns ins Pitztal aufgemacht und folgen dort der Fährte von wilden Urschafen, den Mouflons, also den europäischen Wittern. Und vor den kampferprobten Wittern zieht sich das Reh dann lieber doch zurück. Mouflons leben in kleinen Rudeln zusammen und werden von einem Leittier geführt. Jetzt auch zu dieser Futterstelle. Angelockt werden sie von duftendem Heu, das für sie ausgelegt wurde und an dem sie sich nun gütlich tun. Mouflons sind Pflanzenfresser und Wiederkäuer. Neben Gräsern stehen Kräuter, Knospen, Rinde, Sträucher und so weiter auf ihrem Speiseplan. Hier haben sich mal nur männliche Tiere eingefunden, eben die Widder mit ihren elegant gebogenen Hörnern, im Fachbegriff Schnecken genannt. Mouflons sind in den Alpen nicht oft anzutreffen, in der Hochgebirgseinsamkeit des Pitztals haben sie aber noch genügend Rückzugsmöglichkeiten. Wir werfen einen Blick über den nahen Alpenhauptkamm in die Südalpen. Dieses Kreuz markiert den Gipfel des Monte Cristallo in den Dolomiten bei Cortina d'Ampezzo. Aber nicht nur dieser Gipfel erstrahlt in kristallener Schönheit. Die gesamte Bergwelt ist von den glitzernden Schnee- und Eiskristallen bedeckt. Dies ist ein Bussard bei der Jagd. Und auch unter ihm am Inn ist jemand auf der Jagd. Peter Goller hat einen Huchen an der Angel.
Dieser scheue und seltene Lachsfisch ist ein Einzelgänger und kann weit über einen Meter groß und bis zu 10 Kilo schwer werden. Das ist schon wirklich ein stattliches Exemplar des schmackhaften Speisefisches. Und so sieht das durchaus gefräßige Maul des Raubfisches aus. Der Köder, den er geschluckt hat. Eine kleine Forelle. Der Bussard dagegen hat noch immer keine Beute gemacht. Dieser Köder aber, den ein Jäger ursprünglich für einen Fuchs ausgelegt hat, wird bald zum Schauplatz eines erbitterten Kampfes um Futter. Denn es ist nicht nur ein einziger Bussard in diesem Revier, auch Artgenossen sind auf der Suche nach Nahrung. Die habichtartigen Bussarde sind elegante Schwebflieger und ähneln mit ihren breiten Schwingen den Adlern. Wer als erster einschwebt zum Futter, der hat natürlich auch erstmal gute Karten, die besten Stücke rauspicken zu können. Der Vogel bleibt wachsam, denn er weiß natürlich, dass im winterlichen Bergwald auch andere Artgenossen um jeden Bissen Nahrung kämpfen werden. Und das im durchaus wörtlichen Sinne. Der Respekt voreinander ist deutlich zu spüren. Und da gibt es noch einen Bussard, der auf der Lauer liegt. Da heißt es, die Beute möglichst in Sicherheit zu bringen mit den starken Krallen. Schließlich sind Bussarde Beutegreifer, aber dieses Stück scheint deutlich zu groß und zu schwer zu sein. Vergeblich versucht der Bussard, seine Beute mit seinem ganzen Federkleid vor den Blicken des Konkurrenten abzuschirmen. Und jetzt ist das Trio komplett. Die Kämpfe um die besten Stücke flammen wieder auf. Vielleicht gelingt ja jetzt die Flucht vor den neidischen Hungerleidern. Als Aasfresser gehören Bussarde zur Hygienepolizei der Bergnatur. Auf ihrem Speiseplan stehen aber auch Mäuse und Vögel, Regenwürmer, Insekten und Reptilien. Es kann der Frömmste nicht in Ruhe fressen, wenn es dem hungrigen Artgenossen nicht gefällt. Es ist ein faszinierendes Ringen um das Überleben in der Natur, das so nah ganz selten beobachtet werden kann. Im Inntal des Tiroler Oberlandes zieht sich der Winter langsam zurück. Über die letzten Schneeflecken der Bergwiesen schreitet gravitätisch ein Adler. Und wenn er sich dann mit seinen riesigen Schwingen elegant zum Fluge erhebt, versteht man sofort, warum er König der Lüfte genannt wird. Langsam zieht er am Himmel seine Kreise,
und kann mit seiner ausgezeichneten Sehkraft auch aus großer Entfernung seine Beutetiere erspähen. Die jungen, unerfahrenen Steinbockkitze gehören durchaus dazu. Solange sie allerdings im aufmerksamen Familienverbund bleiben, sind sie sicher vor dem Adler. Dann können die Wiederkäuer in Ruhe grasen und sich auch an ausgesetzten Stellen entspannt sehen lassen. Steinböcke teilen sich ja mit dem Adler den königlichen Ehrentitel, denn sie sind als Vierbeiner unumschränkte Herrscher im Hochgebirge. Und ihr Aussehen mit den eleganten Hörnern hat durchaus etwas Majestätisches. Auch und gerade, wenn dem Horn schon ein Zacken aus der Krone gefallen ist. Wer solchen Herden in den Bergen so nahe kommen will, der muss sich gut auskennen und wissen, wie man sich den Tieren nähert, ohne sie zu erschrecken. Denn Steinböcke sind scheu und vorsichtig. Und manchmal auch sehr malerisch. Hier sind wir in Ochsengarten, dort, wo Inntal und Ötztal sich kreuzen. Auch hier die Bergnatur im tiefen Winterschlaf. Von munterer Lebendigkeit künden hier nur noch schnell plätschernde Gebirgsbäche. Aber auch unter der Wasseroberfläche geht es höchst lebendig zu. Kälte macht Fischen wenig aus. Sie passen sich an. Je kälter es wird, desto weniger Nahrung nehmen sie zu sich und desto sparsamer gehen sie mit ihrer Energie um. Wenn sie sich nicht gestört fühlen, stehen die Tiere ruhig im Wasser und bewegen sich kaum. Heftig bewegt dagegen ist das Wasser selbst, wie an der reichen Vegetation am Grunde sichtbar wird. Diese Vegetation wird durch die Energie des schnell fließenden und sehr sauerstoffhaltigen Gewässers wie von Geisterhand animiert. Kälteres Wasser enthält mehr Sauerstoff und transportiert reichlich Nährstoffe aus den Bergen ins Tal. Und die brauchen die Tiere auch. Denn der Winter, in dem alle Lebensvorgänge gedämpft sind, ist die Zeit der Fortpflanzung. Still und starr ruht der See. Im Gegensatz zum Gebirgsbach scheint unter den lebensfeindlichen Eiskristallen auch kein Wasserleben mehr möglich. Wie können Fische und andere Tiere unter dieser versiegelten Oberfläche auch im strengsten Winter existieren? Den physikalischen Grund erfahren wir von zwei sehr erfahrenen Tauchern, die sich auch zu dieser Jahreszeit in die geheimnisvolle Tiefe vom Bergseen wagen. Zwischen Eis und darunterliegendem Wasser hält sich ein kleiner Sauerstofffilm, der zur Versorgung des Lebens ausreicht. Diesen ebenso feschen wie fetten Räuber werden wohl die wenigsten schon einmal in der Natur gesehen haben. Es ist eine Quappe oder auch Aalrute genannt. Sie wäre ein hervorragender Speisefisch, wenn sie nicht streng geschützt wäre. Auch hier ist winterliche Laichzeit. Zur Paarung in der Nacht drängen sich die Quappen über sandigem oder kiesigem Grund zu kugelförmigen Gebilden zusammen. Jeder männliche Fisch versucht, in die Mitte der Gruppe zu gelangen, um die Eier zu besamen. Ein Weibchen kann bis zu 3 Millionen Eier produzieren.
Tiere in Fortpflanzungsextase. Ein faszinierendes Schauspiel. Dieser Fisch ist weitaus bekannter. Es ist ein Seesaibling. Wegen seines leuchtend gefärbten Bauches manchmal auch Rotforelle genannt, obwohl er eine ganz eigene Art ist. Und auch bei diesem wohl schönsten Alpenseefisch ist Paarungszeit. Und die beginnt mit einer Art tänzerischen Werbung und Verführung. Schließlich liegen die Fische still beieinander, bis das Weibchen die Eier, den Rogen, ablegt, die vom Männchen, dem Milchner, dann befruchtet werden. Hier hat ein Tier, das auch am und im Wasser lebt, am Land seine Visitenkarte hinterlassen. Die kunstvoll abgenagten Stämme am Innufer zeigen es. Der Biber ist in die Alpen zurückgekehrt. Und bei dem scheiden sich die Geister. Für die einen richtet er enorme Schäden in der Natur an. Für die anderen ist er ein wichtiger Teil im Biotop Natur. Erst im Schutze der Nacht ist es uns gelungen, Biber näher zu beobachten, denn erstens sind Biber nachtaktiv und zweitens sehr scheu. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera haben wir uns ihnen an die Fersen geheftet. Der Biber ist ein echter Feinschmecker. Nicht jede Rinde und nicht jedes Holz trifft seinen Geschmack. Er ist da durchaus wählerisch. Am liebsten knackt er Stämme von Weichhölzern, wie Weiden, Pappeln, Birken oder Erlen. Mit seinen kräftigen Biberzähnen, den sprichwörtlich eisenharten Hauern, kriegt er dann jeden Baum klein und vor allem heim zum Bau. Die Bäume und Sträucher dienen aber nicht nur zum Schutz vor Feinden, sondern sind auch Nahrungsquelle, wenn der Bau kurzzeitig mal nicht verlassen werden kann. Auch andere Nachtstreuner zeigen sich, wie Reinecke Fuchs. Der Biber ist am Innufer angekommen und damit an seinem Bau. Noch ein Tier, das man in der Natur selten zu Gesicht bekommt, ein Marder. Im Gegensatz zu ihm ist der Biber ein reiner Pflanzenfresser und ein schier unermüdliches Arbeitstier. Auch Rehe sind Vegetarier und auch manchmal nachts auf Futtersuche. Der Marder ist schon wieder zurückgekehrt und wälzt sich voller Wohlgefallen im Boden. Wer weiß, vielleicht hat es ihm ja das Bibergeil angetan. Dieses ölige Sekret, mit dem der Biber Reviergrenzen markiert. Währenddessen schleppt der Biber Holz um Holz zum Bau, um alles kunstvoll zu verflechten. Biber gelten zu Recht als höchst geschickte Baumeister. Der Biberbau bei Telfs ist gut 20 Meter lang und gut 10 Meter breit. Durchaus imposant. Beim Blick in die winterlichen Alpen erfahren wir die Botschaft der Natur im Kreislauf des Jahres. Meditative Stille, gelassene Ruhe und innere Einkehr. Noch liegt eine dichte Nebeldecke über den Tälern. Doch schon bald löst die Frühlingssonne die Schwaden auf. Und die Innschleife erstrahlt in kräftigen, frischen Farben. Der Fluss zeigt sich in leuchtendem Blau.
und führt bereits das sedimentreiche Gletscherwasser der beginnenden Schneeschmelze. Auch die Bäume verlieren Tropfen für Tropfen ihr weißes Kleid. Langsam muss der Winter weichen. Überall, wie hier an der roten Wand im Lechquellengebirge, kommt das Grün wieder zum Vorschein. Und hoch oben kreist der mächtige Bartgeier. Mit einer Flügelspannweite von knapp 3 Meter zählt der Bartgeier zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Und er ist ein äußerst eleganter Flieger, ein Meister der Thermik. Dieser größte Greifvogel der Alpen war beinahe ausgestorben, weil er zu Unrecht als Lämmerräuber verschrieben war. Dabei steht auf seinem Speiseplan fast ausschließlich Aas und Knochen, die andere Tiere übrig gelassen haben. Und damit erfüllt er gerade jetzt, am Ende des Winters, eine wichtige Funktion im Kreislauf der Natur. Ein großes, ambitioniertes Wiederansiedlungsprogramm hat den Bartgeier im gesamten Alpenraum wieder heimisch werden lassen. Und solche großartige Aufnahmen eines Geiers im Gleitflug erst wieder möglich gemacht. Und damit verlassen wir für heute die so wunderbare und so artenreiche Vielfalt der Tierwelt in einer der großartigsten Naturlandschaften der Erde, den Alpen.